Ramon Llull wurde 1232 in Palma geboren und stieg zu einem der größten Gelehrten seiner Zeit auf. Er schrieb so rastlos und besessen, wie er auch reiste. Llull verfasste mehrere hundert Werke, Abhandlungen, Romane und Gedichte, meist in Katalanisch, aber auch in Arabisch und allerdings selten auf Latein. Sein Hauptwerk, Ars Magna, übte großen Einfluss auf den deutschen Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz aus. Ramon Llull stammt aus einer reichen mallorquinischen Adelsfamilie und hatte zunächst wenig mit den Wissenschaften im Sinn. Erst nach einer Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela und zum Kloster Montserrat bei Barcelona wandte er sich ausschließlich dem Glauben und seinen Studien zu. Dazu zog er sich auf den Klosterberg Randa zurück. Sein Hauptinteresse galt der vernunftmäßigen, argumentativen Missionierung Andersgläubiger, vor allem der Mohammedaner. Llull lehrte mit Unterbrechungen zwischen 1283 und 1313 in Paris und Montpellier. Durch seinen philosophischen Roman Blanquerna verhalf er der katalanischen Sprache zum Rang einer Literatursprache. Ramon Llulls Ende ist ungewiss. Als über 80-Jähriger war er noch einmal nach Tunis und nach Bechaya im heutigen Algerien gereist. Dort wurde er von aufgebrachten Mohammedanern, die er zu bekehren versuchte, gesteinigt. Ob er dabei ums Leben kam oder erst später an Bord eines Schiffes verstarb, ist bis heute ungeklärt.